Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 385, nein, 58 und einen halben Tag, so war das. Ausgerüstet haben wir alles, gut. Und ja, ich glaube, dass dieser Part ein sehr, sehr langer wird, wenn das die Mission ist, die ich gerade glaube. Hast du irgendwas Neues zu verkaufen? Ich glaube, ich habe schon alles nachgekauft, ne? Ja, komm, lassen wir es. Wir reden jetzt mit Leuten, was sie, glaube ich, nicht getan haben, oder? Oder? Scheons Aufenthaltsort. Soll ich die Karten? Okay, kommt mir doch bekannt vor, ich glaube. Doch, ich glaube, wir haben schon mit allem geredet, ne? Oder? Warum leckt es? Auf zu lenken. Brich auf, wenn du bereit bist. Ah, es leckt. Moment, Leute. Kurz mal einige Sachen beendet. Nein, hier. Wäre es so schlimm, wenn wir mal einen Tag frei bekämen? Ja. Du. Wenn jeder sich in der Welt zur selben Zeit kommt zuerst zurück, wenn du herausgefunden hast, was mit Shion passiert ist. Jojo, werden wir machen. Ja, wenn jeder auf der Welt sich an einem Tag frei nehmen würde, dann würde die Welt untergehen. Suche nach Shion. Ja, Giftpflanzen. Schwungmetzlern? Kennen wir die überhaupt schon? Keine Ahnung. Ja, ja, wir bekommen Luftgrätsche. Nein, noch weniger Potions, die ich nehmen kann. Meine Fresse. Gut, das Telefon klingelt. Ich hoffe nur nicht, dass es für mich oder mein Bruder. Denn mein Bruder sitzt wieder mal neben mir. Nö. Was glaubst du, wo sie ist? Also ich weiß, wo sie ist, aber... Naja, wir müssen erstmal was rausfinden. Also, ihr Ziel war ein riesiger Herzloser. Der könnte überall sein. Hören wir uns erstmal in der Stadt um. Wenn wir den Herzlosen finden, besteht eine gute Chance, dass wir Shion auch finden. Auch Shion finden. Egal. Stimmt. Na dann los. Ja, Truhe. Noch eine Truhe. Herzlose. Scheiß Beckenaffe. Stirb, Beckenaffe. Hör auf zu lenken spielen. Beckenaffe, stirb. Oh mein Gott, warum leckt das jetzt auf einmal so? Ich hab doch schon Skype beendet. Hör auf zu lenken. Okay, gehen wir hier rein. Und hier ist Lag. Und sonst niemand. Tut mir leid, Leute, dass das so leckt. Das ist mies. Und wir können überall hin. Dann würde ich aber trotzdem erstmal vorschlagen, dass wir da unten hingehen. Weil die Kamera war schon so da angelegt, dass man da erstmal hingeht, so mäßig. Das heißt, wir müssen, glaube ich, hier erstmal hin. Und es war sogar richtig. Oh Gott, wie habe ich dir nochmal gesprochen? Sicher, das hast du richtig. Sicher, dass du richtig gehört hast? Ja, ganz sicher. Und wo hast du das nochmal gehört? Keine Ahnung. Im Tunnel. Ich habe dort ein seltsames, tiefes Stöhnen gehört. Hast du gesehen, wo es herkam? Man kann nicht sehen, woher irgendwas kommt. Also ich sehe gerade, dass Wind durch meine Ohren pfeift. Das kann man nicht sehen. Und so. Machst du Scherze? Ich hatte Angst. Ich bin so schnell wie möglich da raus. Ein tiefes Stöhnen? Könnte unser Herzloser sein. Nein. Nein, wie kommst du darauf? Oder Shion? Was, wenn sie verletzt ist? Könnte der Grund für ihre Abwesenheit sein? Ich bin sicher, ihr geht es gut. Komm, sehen wir mal nach. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Allerdings gibt es hier doch sicherlich Sachen zu tun. Truhe! Keine Truhe? Reden? Geh mal zum Ohrenarzt, Olette, und ich habe den Text vorher weggemacht. Also, ich sage die Wahrheit. Ja, ich glaube die Das ist jetzt falsch, wo ich hingehe. Und? Komm. Zeig mir nicht mal an, wohin das geht. Also, falsch.
Ach, in dieser herrlichen Mitte hier, ich glaube von dort kamen wir. Kann ich mich nicht mehr so aus, ob das jetzt links oder rechts ist und ich sollte aufhören, gegen eine Wand zu rollen? Oh. Moment. Na egal, wir sind relativ richtig. Eine Potion und ein Pyrosplitter und mehr Gegner. Mein Gott. Ich die jetzt einfach alle wegdingse. Irgendwas stimmt nicht. Die Typen da. Was zur Hölle? Sind die wirklich nur so schwach auf schwer? Ich dachte, die hätten alle viel mehr HP. Okay. Na okay, wir können da auch oben lang, also. Hauptsache irgendwo hin, wo wir jetzt zum Untergrund hinkommen. Irgendwo. Irgendwo da oben war ja auch noch was. Und bis dahin stellen sich mal hunderte Gegner in den Weg. Oh, 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 da fällt mir gerade was ein bei den hunderten von Gegnern. Nicht-Items, Magie. Falsch. War auf A. So. Auf X. Vita ist auf X. Muss ich mir merken. Vita ist auf X. Was, ich habe nur einmal Vita? Nein! Moment, habe ich dir ehrlich nicht in irgendein so einen Doppler getan oder so und ich wusste, dass hier auch irgendeine Truhe ist? Ah. Zweimal Mondstein? Wow. Ah ja. Naja. War das jetzt beim Kampf im Schattenboden? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich mal ein Freund von mir in dieses Haus hier geglitscht. Da rein. Da, wo die Fensterscheiben sind. Hurra. Muss natürlich alles neu machen, weil man von dort jetzt nicht mal rauskam, wenn man reingeglitscht wurde. Juhu! Und Gegner? Feuerpflanzen! Giftpflanzen meine ich. Giftpflanzen, wo seid ihr? Nein, ich will nicht wieder hoch. Giftpflanzen! Hä? Hä? Fragezeichen? Oh. Du dicker Händler, du bist tot. Du gibst mir nur einen Leuchtsplitter, also ehrlich. Da hat jemand was hingekritzelt. Es ist da! Es ist hungrig! Nicht umdrehen! Was zur Hölle? Vita-Rezept. Mein Gott, die Gegner sterben mir zu schnell. Naja, ich sag lieber nichts dagegen. Habe ich gerade richtig gesehen, dass sie eigentlich den Herzlosen, der auf dem Boden ist, anvisiert habe und trotzdem den Betrachter anvisiert habe? Was soll das? Hier ist keine Truhe. Mal was Neues. Warum besiege ich eigentlich jeden Gegner? Diese scheiß Schattenlüchte bringen sowieso nur ein paar HP. Ach komm, hoch da. Hallo? Hältst du dich mal fest? Hallo? Vielen Dank. So. So, so. Da oben, wenn da keine Kiste ist, dann können wir gleich wieder runter. Ich will... Gegner. Axel, komm mit mir. Wir brauchen keine Herzlosen. So, wir müssen jetzt eigentlich hier rein. Eigentlich. Eigentlich. Aber uneigentlich... Wie uneigentlich ein Let's Play auch ist, geht man natürlich nach Truhen suchen. Und hier ist keine, das heißt, wir hätten reingehen können. Ah, toll. Ach, ehrlich, Leute, findet ihr nicht auch, dass die Gegner jetzt irgendwie viel zu schnell sterben? Ich meine nur... ja, ich meine halt nur... Und? Nichts? Etwas? Gar nichts? Rein gar nichts? Keine Schion. Und noch kein Herzloser. Huch, was macht ihr hier unten? Ich glaube, die Stimme ist nicht so wie beim letzten Mal, aber egal. Hi, Pants. Habt ihr etwas verloren? Ja, das könnte man so sagen. Wir haben Gerüchte über ein seltsames Stöhnen gehört. Seltsames Stöhnen? Oh, meint ihr vielleicht den Spalt da oben? Welchen Spalt? Durch den Spalt da pfeift ein Wind und erzeugt ein Echo. Hört sich wie ein Stöhnen an. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt also etwas verloren? Jemand... Oh, nein, Schluck auf. Oh, nee. Wieso bekomme ich so oft Schluck auf? Jemanden, eine Freundin von uns.
Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, ihr findet sie bald. Danke. Und du? Weshalb bist du hier unten? Ich? Das ist ein Geheimnis. Hey, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Pence. Falls ihr etwas brauchen solltest, ich helfe immer gern. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir nochmal hier runter müssen. Danke. Alles klar, bis später dann. Okay. Ich glaube, das wird so ein 40-Minuten-Part. Tja, das war's wohl. Eine Sackgasse. Ja, wir haben nur den Namen von dem Typen herausgefunden. Zeit, wieder in die Stadt zu gehen. Ich glaube, ich weiß, wo wir als nächstes hin müssen. Aber als erstes gehe ich hier runter. Truhe. Keine Truhe. Mein Gott, Spiel. Gib mir einfach Truhen und ich bin glücklich. Ich meine, es fehlen nur noch drei. So, und dann muss ich bei Nummer 2, glaube ich, raus. Ja, doch. Moment, gibt's hier noch irgendwo Truhe? Ich meine, vielleicht werde ich da ja so fies versteckt und so. So, ich glaube, wir müssten jetzt hier raus. Ist das 2? Müsste sein. Und wir sind... Falsch! Cool. Oh, meine Güte. Ich finde... Das ist 4, ne? Oh, Gott. Oh, Gott. Da habe ich mich verkalkuliert. Da müssen wir dann unter 3 raus. Meine Güte, wie ich mich mal so perfekt auskenne. Ich hoffe, das war 4. Ich meine, wir hätten auch da rausgehen können, wo wir reingegangen sind. 4, 2, meine ich. So, hier. 3. Ja, das ist richtig. So, jetzt wollte ich doch nochmal hier rein. Denn jetzt kann ich mich noch daran erinnern, dass wir irgendwo... Nein, es war hier ein... Hier muss doch irgendwo noch eine Karte liegen. What the hell? Nein, dann müssen wir wohl zuerst woanders hin. Oh, oh. Wie ich sowas liebe. Jetzt haben wir ja im Prinzip keinen Hinweis bekommen, wo wir hin müssen, glaube ich. Und wenn, dann habe ich ihn überlesen. Weil ich schlau bin. Das bedeutet, 4 war doch richtig, dass wir in diesen großen Bereich mal reingehen. Ah, toll. Na gut. So. Gehen wir hier mal rum, besiegen Herzlose und gucken nach Truhen und keine Ahnung, was wir machen. Ich meine, wir müssen jetzt irgendwas herausfinden. Irgendwas. Ein Hinweis. Gib mir einen Hinweis. Du Zipfeldingstens da. Ich glaube, du solltest mal zielen lernen. Du haust meilenweit daneben und wir bewegen uns nicht mal. Also ehrlich. So. Hier oben ist schon wieder eine Truhe und ich habe bisher... Da auch eine? Nö. Und ich habe bisher noch kein Abzeichen gesehen. Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Ein Mondstein. So, dann klicken wir Purzelbaum und Purzelbaumen uns hier mal rein. Wo sicherlich, ja. Komm. Feuer. Hey, ich war doch nicht da in der Nähe. Was laberst du? Schon wieder. Du Scheißpflanze. Mach mich nicht auch noch blind. Und mach mich nicht auch noch blind. Und hörst du jetzt damit auf? Und wie triffst du mich eigentlich überhaupt? Naja. Ist halt Geschichte. So, da oben war jetzt nichts. Und da ist eine Kiste, die ich eigentlich wollte. Aber nein, wir brauchen... wir haben ja zu viel in unserem Inventar. Und jetzt heißt es... Wo gehen wir als nächstes hin? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht mehr. So schlau bin ich mir natürlich nicht, dass ich mir das die ganze Zeit merke. Ah, aber wir können jetzt wieder in den Wald. Da, wo wir am Ende eigentlich hin müssen. Was, noch einer?
Wieso kommt jetzt erst ein Blitz und so? Hier ist ja natürlich niemand. Wenn gar nichts ist, dann sind wir gerade auch wieder falsch. Nur hier müssen wir am Ende gleich wieder hin. Am Ende. Okay. Niemand da. Das ist schön. Der Part wird ohnehin schon lang genug. Auch wenn ich nicht weiß, wo man hin muss. Das ist Gocke. Aber ich könnte natürlich jetzt alles offscreen machen. So offscreen jetzt einfach mal. Ja, ich mache das und dies. Treffen wir uns da wieder, wenn ich einen neuen Hinweis gefunden habe. Aber ich habe echt keinen Plan. Ich bin ehrlich der Meinung, dass wir jetzt ins Versteck von diesen dreien gehen müssen. Da bin ich echt überzeugt, aber da war keine Karte. Und warum müssen hier immer so drei Zipfeldinger sein? Warum sind sie eigentlich jetzt voll schnell erledigt? Und da ist eine Truhe. Und weg hier. Ich wollte doch nur spielen. Ja, du Pflanze brennst. Hat die mich da ehrlich eben getroffen? Und ich wollte das doch gerade nehmen. Diese Zyste... Ah, schon wieder falsche Benennung für Geld. Na, komm, Pflanze, stirb jetzt. Du hast genug gebrannt. Oder stirbst du durch Brennen? Stirbst du durch Hexes Feuer? Na toll. Und warum gibt mir hier jeder Gegner einen Mondstein? So. Falsch, nicht mal die Items. Nutzen wir mal. Was? Wir haben so viele Mondsteine. Nutzen wir einfach mal einen Äther, weil wir es können. Und damit hätten wir alle Truhen. Ah, nur alle Truhen bedeutet nicht gleich, dass wir mit der Mission sehr viel weiter sind. Nein, nein, nein. So ganz und gar nicht. Ich gehe jetzt nochmal ins Versteck. Ich bin völlig überzeugt. Oder wir müssen einfach zum Platz. Ah, toll. Olette, was hat Pence vor? Er sagte, er wäre heute wieder bei einer seiner Erkundungen. Er schleicht in letzter Zeit nur noch in der Gegend herum, was er wohl vorhat. Wüsste ich auch gerne. Er ist ausgeflippt, als wir gestern an unserem Treffpunkt waren. Er hat irgendwas versteckt. Jetzt müssen wir dahin. Oh, toll. Warum sollte er das tun? Keine Ahnung. Wo wohl ihr Treffpunkt ist? Wir müssen uns wohl ein wenig umsehen. Oh Gott, wer Kingdom Hearts kennt, müsste das wissen. Wer das hier als erstes als Kingdom Hearts gespielt hat, so wie ich, der hat ein bisschen gesucht. Na gut, Chain of Memories war doch noch vorher, aber... Naja, 1 und 2 kenne ich nicht so wirklich. Und wow, ich bin mal richtig gegangen. So, jetzt müssen wir rein. Mein Gott, stimmt ja, wir mussten etwas triggern. Oh. Jetzt müssen wir uns hier umgucken und nein, nicht die Wände zerschlagen. Das Sofa wurde viel benutzt und das ist noch nicht lang her. Leiter. Nicht die Leiter putt machen. Diese Trittleiter ist uralt. Sie knarrt wie verrückt. So. Jetzt bin ich der Meinung, dass hier am... Ja. Gut. Hä? Da ist was hinter dem Ölfass. Mein Gott, ich bin doch der Meinung gewesen, dass das hier war. Hey, ich habe ein Blatt Papier gefunden. Auf einmal ist das fast so groß. Es ist eine Art Karte. Da hat jemand ein paar Notizen drauf gekritzelt. Gruselige Stufen. Freund von hinter der Wand. Ein stöhnender Tunnel. Hört sich bekannt an, oder? Da sind noch mehr. Der Doppelgänger, der lebende Beutel, ein Geisterzug, ein Spukhaus. Insgesamt sind es 7. Na, Leute, kommt euch das bekannt vor? Nein. Was soll das bedeuten? Dazu müssen wir ihn wohl fragen. Er scheint auf jeden Fall viel über die Stadt zu wissen. Und damit heißt es, wir müssen zu ihm und wer zu doof zum Nachdenken ist. Der irrt noch mehr herum. Nein, das war jetzt keine Anspielung, dass ich das beim ersten Mal spielen nicht gecheckt habe. So doof bin ich nun auch wieder nicht.
Hier lang. Ich war gerade verwirrt. In die 2. Die legen ja immer noch die Items. Okay, okay. Okay. Hey Leute, kann ich euch helfen? Ja, das kannst du. Wir haben da eine Frage. Okay, raus damit. Mal sehen, ob ich helfen kann. Geht in der Stadt irgendwas Merkwürdiges vor? Ich meine, hier gibt es doch viele Rätsel, oder? Wie zum Beispiel gruselige Treppen. Oh. Ihr erkundet also genau wie ich die 7 Wunder der Stadt? Ja, sowas in der Erde, genau, in der Art. Ich wollte eigentlich vor Ende meiner Nachforschung mit niemandem darüber reden, aber... Okay, ich erzähle euch, was ich bisher herausgefunden habe. Wenn ihr die folgenden Fragen beantworten könnt. Was? Oh nee, stimmt ja. Oh, wir müssen ja vieles beantworten irgendwie. Vieles, 3 Fragen glaube ich waren es nur. Aber öfter. Es geht um die Stadt. Ich will herausfinden, wie ernsthaft ihr sie erkunden wollt. Oder erkundet habt. Was ist auf der Anhöhe? Anhöhe. Der Spielplatz ist unten. Nee, das Tramforum ist unten. Der Spielplatz ist auch irgendwo unten. Natürlich ist es Bahnhofplatz. So. Da ist ja dieser Zug und so. Was steht auf der auf dem schwarzen Brett auf der Anhöhe? Freie Apartments, hol dir mehr Satz als der Kampfnaht. Der Kampfnaht ist schon mal so unsinnig. Und freie Apartments, wo ist da bitte schon beim Bahnhof-Dings irgendwas, davor irgendwie Apartments? Nein, hol dir Meersatz-Eis. Weil Meersatz-Eis lecker ist und irgendwoher muss man die ja kaufen können. Wie viele Waggons hat der Zug, den man von der Anhöhe aus sehen kann? 3 Waggons, 2 Waggons, ich glaube. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glaube, das war glaube ich nur einer. Mal sehen, wenn nicht, dann... Richtig, okay, versprochen ist versprochen. Ich sage euch, was ich weiß. Oh, da habe ich mal alle richtig beantwortet. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob das 2 waren. Oder einer. Ich habe herausgefunden, dass alle Wunder etwas gemeinsam haben. Und was? Sie sind alle erfunden. Nichts als moderne Märchen und Gerüchte. Was? Was? das Spiel spricht mir aus der Seele. Nein. Die Treppe zum Beispiel? Totaler Blödsinn. Die Wahrheit ist einfach nur enttäuschend. Nur ein einfaches, verschlafenes Städtchen also? Tut mir leid. Alles reine Zeitverschwendung. Außer vielleicht das 8. Wunder. Es gibt ein 8. Ja, es gibt ein 8. Leute. Das mit dem Baum draußen im Wald? Es gibt einen Baum, wenn man den schüttelt, fängt es an, ein furchtbares Geraschel an. Schräg, oder? Ich war allerdings noch nicht da, kann euch also nicht viel dazu sagen. Aber die Leute erzählen, sie fühlen sich dort beobachtet, obwohl der Ort verlassen ist. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist er das aber auch nicht. Ich wollte den Trick später rausfinden. Und ich kann schon wieder mal nicht lesen. Viel Glück dabei. Und leider wird er kein Glück haben. Ich sollte meine Erkundung wieder aufnehmen. Erzählt bitte nichts weiter, okay? Ja, versprochen. Wir erzählen nichts weiter. Vielleicht Chiangno, aber keine Ahnung. Das war nicht sehr hilfreich. Vielleicht war es das aber auch. Was? Er sagte, die Leute würden sich draußen im Wald beobachtet fühlen, oder? Vielleicht ist das Chians Ziel. Okay, sehen wir mal nach. Und ja, Leute, ich sagte auch, wir müssen wieder in den Wald. So. Und dann kann ich ja jetzt schon so viel sagen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich aufgenommen habe. Und ich sage auch so viel.
dass ich, wie gesagt, den Tag hier noch zu Ende mache und so. Ja, und ich sage, jetzt kommt ein kleiner Boss. Und das war schon richtig hier. Feuer, Vita, High Potion. Und Eis. Ich habe noch einmal Feuer. Moment, ich habe doch einen Ether benutzt. Habe ich dann die schon wieder verbraucht? Oh, müsst ihr wiederkommen? Ihr seid doch eh alle jetzt so schnell und so weg. Stirbt. Ich habe keinen Ether mehr, oder? Nö, lassen wir. Wird schon ohne Feuer klappen. Moment mal. Feuer habe ich doch sonst immer benutzt. Scheiße! So. Dann wollen wir einfach mal... Ja, wie gesagt, hier kommt gleich ein kleiner Boss. Nur leider musste man jetzt, glaube ich, vorher noch was machen. Das war doch diese Eidechse, oder? Eidechse? Ich glaube, irgend... Komm, welcher Baum raschelt hier? Da, 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 Blätter, Blätter, Blätter! Hallo? Geht doch! Das muss man nämlich erstmal herausfinden. Ist da etwas? Hey, wir haben eins. Wir haben ein. Ja, schon richtig. Wir sehen gar nichts. Wir sehen nur Blätter fallen. Und wir sehen, er geht in die Nähe. Da. Aber wir sehen den Gegner nicht. Schnell, Roxas. Lass ihn nicht erwischen. Okay. So, dann müssen wir einfach nur hinterher. Verfolge das, was ist, was zum Anwesen floh. Und ich. Das Anwesen ist da. Mein Gott. Kaum eine Sequenz und ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ich meine, wer weiß das schon, wenn irgendwas passiert. Und dann sehen wir... Nichts. Oh, doch. Ne, das war eine Echse. Nein, wie hießen die denn noch? Chameleon? Ja, Chameleon. Meinst du, das ist er? Kein Wunder, dass Shion Probleme hatte. Er ist richtig mit der Umgebung verschmolzen. Und wo ist sie? Wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach ihm. Alter, mehrere Wochen! Stellt euch das mal vor! Was machen wir jetzt? Tja, ein Ziel ist ein Ziel. Egal wer es ausschaltet, erledigen wir es, bevor es verschwindet. Falls es da überhaupt stand. Okay. Los geht's! Und wir sind Feuer und Flamme! Oh. Eis. Ei! Eis. Scheiße, der kann ja blind machen. Ah, toll. Eis. 1, 2, 3, 4. Und jetzt verschwindet er. Jetzt verschwindet er. Ah, da sind seine Augen. Aua, seit wann kannst du diese Attacke? Moment mal. Hallo? Ja, seit wann? Hä? Was ist denn jetzt los? Eine Sequenz. Oha. Shion! Roxas? Ja. Autsch. Das hat weh. Shion! Konzentrier dich, Roxas! Wir müssen erstmal das. Wir müssen das Ding da erledigen. Okay, sind wir jetzt zu dritt? Nein! Aber wir wissen jetzt, dass es Shion gut geht. Ist doch mal schön und gut. Oh, das musste ja passieren. Ja, warum nicht gleich mit der Abkürzung? Ich verstehe das nicht. Aua. Okay, wehe, du verschwindest jetzt, Alter. Wehe, du verschwindest jetzt. Aua. High Potion? Verdammt. Nein. Weg, 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 weg. Warum springe ich da noch rein? Nein! Nein! Ich kann nicht mehr treffen. Ich habe keine Heilung mehr. Meine Potions habe ich, glaube ich, auch für... Oh, da sehen wir, Exit-Brecher, Limit-Brecher. Ja. Mehr war das nicht. So, du stirbst jetzt. Und wenn nicht, dann... Wenn nicht, dann ist scheiße. Hatte Limitbrecher überhaupt getroffen? Gesundheit, mein Bruder. Weil der war doch, blind. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Shion, bist du okay? Roxas? Und ja. Das sah schmerzhaft aus. Das habe ich auch schon erwähnt. Mir geht es gut, danke. Es ist nur... Du kannst uns alles erzählen, aber lass uns zuerst irgendwo hin, wo man sich hinsetzen kann. Und wo wird das wohl sein? Man erkennt, würde es schon allein an der Musik erkennen. Bitte. Danke. Und wie setzt sie jetzt wieder ihre Dings Kapuze auf? Ah, jetzt zum ersten Mal zu dritt wird Eis gegessen und jetzt setzt sie keine Kapuze mehr auf. Ist auf, sonst schmilzt es. Ich weiß. Schon wieder Kapuze. What the hell? Was ist? Hast du keinen Hunger? Punkt, Punkt, Punkt. Willst du erzählen, was los ist? Punkt, Punkt, Punkt. Spiel, hör auf, die Kapuze rauf und runter zu ziehen. Wir sind für dich da, wenn du es dir von der Seele reden willst. Okay, Roxas? Nick. Die Kapuze wieder weg, was soll das? Oh mein Gott. Ja, dafür sind Freunde da. Ich kann nicht. Ich kann das Schlüsselschwert nicht mehr benutzen. Was? Okay. Und ohne es kann ich meine Arbeit nicht erledigen. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Aber wenn ich keine Herzlosen mit dem Schlüsselschwert besiege, dann gehen die freigelassenen Herzen wieder in andere Herzlose. Ich erledige sie an einem Ort und sie tauchen an einem anderen wieder auf. Ich soll Herzen sammeln, so lauten meine Befehle. Ohne das Schlüsselschwert bin ich nutzlos. Kannst du ihr helfen, Hexe? Ich wünschte, ich könnte das. Aber es ist, wie gesagt, wie sie sagt. Ohne Schlüsselschwert geht nichts. Kapuze. Was soll der Spielemacher? Wieso auf, zu, auf, über? Ihr wisst, was ich meine. Sie werden mich in einen Dämmerling verwandeln, wenn sie merken, dass ich nutzlos bin. Komm schon, Axel, überleg dir etwas. Ich meine, Axel muss alles machen und so. Hey, mir quält schon der Kopf. Aber es gibt keine Möglichkeit. Moment. Was? Erzähl schon. Was, wenn du extra Schichten einlegst, Roxas? Na schön, jetzt heizt uns wieder Arbeit auf, ne? Was? Was meinst du damit, Axel? Shion, bis du das Schlüsselschwert wieder benutzen kannst, musst du immer mit Roxas auf Mission gehen. Dann kann er die Herzen einsammeln. Und niemand wird erfahren, dass du nicht mehr, dass du das nicht mehr kannst. Axel, das ist brillant. Aha, aber das heißt auch, dass du doppelt so viele Herzen sammeln musst, Roxas. Das schaffe ich. Macht's dir nichts aus? Nö. Natürlich nicht. Aber... Nichts aber. Hier, Roxas Gun, ich auch. Hey, Freunde müssen füreinander da sein. Nicht wahr, Roxas? Nick, Nick. Wenn ihr gegen die der Meinung seid, dass das nicht so ist, dann schreibt in den Kommentaren, dass es nicht so ist und gebt mir einen Daumen runter oder whatever. Also mir ist das egal. Danke. Also ich finde, das ist schon so. Und heißt das, dass du und ich Freunde sein können, Exe? Er überlegt, oder? Nein. Ja, wusstest du das nicht? Roxas Freunde sind auch meine Freunde.
Vielen Dank, Roxas, Axel, danke. Iss jetzt dein Eis. Sonst schmilzt es und ich habe mein Geld umsonst ausgegeben. Was ist schon Geld? Und ich find's irgendwie komisch, dass seine Hand durch seine Haare, ihr wisst schon, ihr habt's doch eben gesehen, geht. Kein Level up, aber wir bekommen Luftgrätschen und Vita-Rezept. Das Vita-Rezept werde ich möglichst jetzt benutzen. Weil ich nur ein Vita habe. Tag 75 und zertrennlich im nächsten Part nach dieser Sequenz. Ja, Leute, wir sind jetzt beide mit Shion unterwegs. Guten Morgen, Roxas. Hey. Bereit, das mal zu versuchen? Klaro. Ja, komm. Gut. Nicht gut. Zusammen. Ja, ist das ein Problem? Was in aller Welt hat euch geritten, so etwas zu einer Zeit, zu so einer Zeit zu fragen? Wir leiden an Personalmangel. Und ich soll trotzdem zustimmen. Jetzt kommt Axel, jetzt kommt Axel. Jetzt kommt Axel. Ha, ha, komm. Ja, ich bin gut. Hm. Warum nicht? Hört sich nach einer guten Idee an. Zwei halbe Gläser ergeben ein volles. Ja, ja. Zusammen können wir schwierigere Missionen erledigen. Okay, wie ihr wollt. Juhu, juhu, wir werden jetzt ultra schwierige Mission erledigen. Aber wie gesagt, im nächsten Part, Leute. Wir sehen uns dann. Ciao.